Der dritte im Bunde ist Moderator und Komiker Simon Gosejohann. In der Comedy Street machte er Deutschlands Straßen unsicher und führte die Leute hinters Licht. Heute will er unser Bares für Rares Team mit einem Erbstück bestechen. Schon dreimal heimste der große Blonde bereits den deutschen Comedy-Preis ein. Simon Gosejohann bringt Schwung in jede Bude. Und dann trifft man natürlich auch mal irre. Die Bank stammt von Tante Lee, ist ungefähr vor 41 Jahren übergegangen in den Haushalt meiner Eltern. Kinder sind aus dem Haus, Eltern verkleinern sich so ein bisschen, haben diese Bank aussortiert, quasi mir vererbt. Und ich verkaufe sie jetzt schweren Herzens, aber ist ja auch ein bisschen spannender, wenn man hier was Persönliches verkauft. Muss ja auch für alle Spaß machen. So, lass mich vorgehen. Ja, so ist also schön. Ist klar. So. Donnerwetter. Was sagst du eigentlich zu unserem blauen Teppich? Wunderschön. Ne? Wunderschön. Ja, rot wäre auch albern, finde ich. Mein lieber Albert, schau mal. Eine Riesenüberraschung. Und damit meine ich nicht die Bank, sondern damit meine ich den Simon Gosejohann. Hallo, Tag, Albert. Ja, Albert, wenn du möchtest, kannst du schon mal kurz über die Bank hermachen. Ja. Simon. Tolle Teil. Da kommen wir nachher nochmal drüber. Ja, ich finde die wirklich schön. Also, wenn man einen großen Flur hat, einen tollen Eingang, die hinstellen. Schon. Also, es ist ja irgendwie schon eine Antiquität, aber die ist halt leicht. Was ich nicht so haben kann, sind Möbel, die dann so sperrig sind, wo man immer Angst hat, irgendwie, ich sag mal, seine Freiheit. Hör mal, Simon, du bist ja berühmt und berüchtigt für deine Dinge, die du alle so machst. Ja? Ja. Da sind ja auch ganz viele peinliche Sachen bei. Ja, das ist der Humor, ne? Die Peinlichkeitsgrenze. Auszuchecken, ja. Du hast viel mit dem Elton zusammen gemacht. Auch, und Comedy Street habe ich auch sehr häufig gesehen. Wie ist das nachher für dich? Haben die Leute schon Angst, wenn sie dich irgendwo sehen und sagen, boah, pass auf, da ist garantiert eine Kamera, da kommt doch einer, der hat doch was vor, oder? Exakt, das ist die Reaktion, die ich so immer noch am häufigsten höre. Du machst aber keinen Quatsch hier. Das sagt man zu mir dann auch an einer Tankstelle, wo aber auch ohnehin 5 Kameras hängen. Ich werde schon assoziiert mit versteckter Kamera, ja. Aber ich kriege auch viel gutes Feedback. Doch, die Leute mögen das, dass ich so ein bisschen Quatsch mache. Ja, genau. Über alles. Hast du so eine Grenze für dich, wo du sagst, so pass mal auf, hier, also bis hierhin gehe ich und dann aber keinen Schritt weiter? Humor ist auch immer eine Haltungsfrage. Ja. So. Und wenn ich da voll dahinter stehe, dann kann man auch vermeintliche Grenzen voll überschreiten, finde ich. Ne? Aber wenn es so von der Haltung nicht passt. Ne? Also ich habe eigentlich immer versucht, die Leute nicht so sehr vorzuführen. So, ne? Ja, aber das finde ich ganz wichtig. Ja. Da muss schon so ein bisschen Feingefühl. Ne? Genau so. Jetzt möchte ich aber erst noch was von der Bank wissen. Wie hast du dir mal angeschafft, wann und warum? Ich habe die so vererbt bekommen, kann man sagen. Also sie ist aus dem Haushalt meiner Eltern aussortiert worden. Ja. Ich habe da durchaus meine Kindertage drauf verbracht. Ist so ein Möbelstück, wenn ich sehe, hat eine gewisse Bedeutung. So sehe ich, von daher, je länger ich die Bank sehe, umso schwerer fällt es mir auch gerade, merke ich. Ich habe wirklich was Persönliches mitgebracht. Ja. So, ne? Aber das, finde ich, ist ja auch hier... Du, darfst noch mal ganz abgesehen. Mir gefällt die Bank. Ja. Albert hat auch schon Freude, da ist so ein leichtes Lächeln um die Lippen. Die Bank ist wie ein Buch, ja. Aber natürlich können wir Persönliches nicht finanziell bewerten. Das muss ich gleich vorweg sagen. No, was, ja. Jetzt fängt er schon wieder an mit den Einbußen. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Ja. Simon, was möchtest du haben für die Bank? Also meine Mutter sagte so eine Zahl wie 700, die ist jetzt nicht so die zu hoch ausruft. So, Albert, jetzt hau mal einen raus über die Bank, von wegen Buch. Also pass auf, die Bank stammt aus Worpswede. Das ist eine Worpsweder Fischerbank. Und 1889 hat sich eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft von Künstlern und Malern in Worpswede gegründet. Und es gibt auch heute noch viele zeitgenössische Maler, die dort leben und malen. Ein Künstler aus dieser Kolonie war Heinrich Vogeler. Und Heinrich Vogeler hat 1908 eine Werkstätte für Möbelkunst in Tarmstedt, das ist ein paar Kilometer weg von Worpswede, gegründet. Mit seinem Bruder Franz zusammen. Und die haben genau diesen Typus von Möbel erfunden und auf den Markt gebracht. Was interessant war, der Künstler Vogeler hat das Bauernmöbel, das typische Bauernmöbel, etwas künstlerisch abgewandelt. Deswegen ist ihr auch so eine kantige, pfostenartige Konstruktion entstanden, die auf dem Kunstmarkt einen richtigen Wert hat. Und man kann das Jahr eigentlich ziemlich genau datieren, ihre Eichenbank mit den
geschnitzten Flachornamenten mit der Fischersfrau mit Haube und Tracht, der Fischer mit Pfeife, Bart und seinem Südwester. Und das ist genau zu datieren. Ihre Bank ist entstanden 1910. Ein kleines Manko muss ich jetzt gleich dazu sagen. Simon, es ist leider Gottes mal das Original Binsengeflecht, wo man drauf gesessen ist, das fehlt. Haben wir Kinder zerfetzt? Haben Sie zerfetzt? Ja, klar. Ah, dann ist es zu erklären. Also das ist nicht mehr original, die Sitzfläche. Oha, ein kleines Manko, das sich bestimmt finanziell auswirkt. Gibt mir der Albert auch eine Zahl mit, Horst? Die gibt er dir gleich mit, ja, selbstverständlich. Ja. Weil ich weiß ja von dir schon eine Zahl. Ja. 700 hat Mama gesagt. Ja. Ja, das ist ja schon mal die Schmerzgrenze, oder? Ja, ja, ja. Ist die Schmerzgrenze? Ein bisschen schon. Der Ehre wegen. Ein bisschen, ja. Der Ehre wegen. Ehre wegen, ja. Pass auf, und jetzt frage ich ihn einfach, da geht jetzt relativ zackig. Mhm. Albert. Ja. Was ist denn so eine Bank wert, obwohl das Korbgeflecht abhanden gekommen ist? Also ich kann nur sagen, diese Art von Bänken wurden auch später natürlich reproduziert, aber Ihre Bank ist wirklich eine Originale von 1910. Ich kann das ziemlich genau festlegen. Und ja, das ist selten und ich finde auch nach wie vor aktuell und verkäuflich. Also ich würde sagen für die Bank 800 bis 1000. Und somit hat Mama ein Feingefühl gehabt. Du hast deinen Wert. Albert, danke. Bitte. Simon, bitte. Ja. Tja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei den Händlern. Ja, die Bank schleppen wir übrigens nachher da rein. Ja, da musst du dich jetzt nicht drum kümmern. Du kannst schon mal langsam zum Händlerraum vorgehen und wenn du kommst, ist die Bank da. Okay. Dann kriegen wir hier hin. Über den blauen Teppich. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Ah, spitzenmäßig. Albert hat die Bank auf 800 bis 1000 Euro geschätzt. Ja, der Wahnsinn. Ich habe richtig was Kostbares mitgebracht. Toll, ich freue mich riesig. Also, wow. Und ja, ich weiß auch nicht. Macht mich irgendwie happy. Das könnte Eiche sein, denke ich mal. Eiche. Im Händlerraum darf die Bank dem Praxistest unterzogen werden. Also sitzen tut man gut. Kann man auch gehen. Gemütlich. Also ich find's prima. Das hat mir schon gefallen, wie Albert die beschrieben hat. Und ich habe da noch mal dann zusätzlich on top diese emotionale Bindung. Oh nein, nein, das gebe ich nicht, für zu wenig gebe ich das nicht her. Ein Mann, ein Wort. Ob die Händler da mitspielen? Super Stück. Interessant und schön. Strahlend. Hallo. 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 Hi. Kommt die Bank aus Norddeutschland? Yes. Das ist eine Worpsweder Fischerbank. Deswegen auch der Fischer mit der Pfeife. Ja, genau. Diese Bank ist von 1910. So, für mich selber hat das hier eine persönliche Note. Ich sag's nur mal, ja, mag den Händlern egal sein, aber sie standen von klein auf, wie immer in unserem Haushalt. Wir drei Kinder haben da drauf gespielt, drauf gesessen. Ja, also eine gewisse emotionale Bindung habe ich. Okay. Ja. Das ist schon mal schlecht. Für euch ist das schon mal schlecht, ja, ja. Und ich brauche auch kein Geld. Wo fangen wir an? Auch schlecht. Dann fangen wir mit 150 Euro an, wenn er kein Geld braucht. No chance. Nee. 250. Sind wir auch noch von entfernt. Ja, ich sag 300. Da du die Kiste nicht mehr mitnehmen willst, sag ich 350, kannst du nach vorne kommen. Nee. Wie bist du denn drauf? Nee. Von 1910 gibt's nicht viel von Qualität. Da ist der Wurm drin, da müssen wir uns komplett aufbereiten, das Ding. Da ist ja nicht der Wurm, da ist der Worb drin, Worbswede. Ja, ja, ja. Da habe ich sie dann lieber selber. Okay, also diese beiden Gesichter haben sich so in meinen Kopf eingebrannt. Und wenn man als Kind schon drauf saß mit den Geschwistern, ja, ist das verständlich. Dann würde ich noch 380 sagen. Nee, da muss ich wieder nach Hause. 400. Hörst du das? Wird immer besser. Ja, puh, 400. Ja, Bull, jetzt musst du da Gedanken machen. Aber auch noch, ich sag jetzt mal so, was ist denn so mit 1,5? Bei dieser hohen Zahl verschlägt es den Händlern glatt die Sprache. Hast du was geraucht? Ja, da haut es auch nicht. Ja. Das geht doch nicht. 1,5, wem soll man das Ding denn noch verhökern? Zeitlos, elegant, leicht. Zeitlos? Das ist eine Antiquität, die man tragen kann. Komm mal runter. Wo ist denn die Bank zeitlos? Das ist jetzt nicht unbedingt ein zeitloser Klassiker, oder? Doch. Ja, stimmt. Natürlich. Also, oder? Wenn ich mir das Ding ohne Brille angucke, da hast du ja noch eine höhere Chance. Sieb ich nach 4,20, dann ist das Ding aber gelegter. Und da sind wir gar nicht mehr so weit weg von 1,5. Ja, 1500 gehe ich auch runter. Gehen wir auf 12. Ja, da habe ich aber schon einen Sprung gemacht. Habe ich mir mit den Augen geknimpert. Ja, das sagt halt ein bisschen mehr.
Ja, 4,50 mehr. Also, mehr gebe ich für den Knüppel nicht. Nee, da habe ich auch von zu Hause eine andere Ansage bekommen. 4,50 mal. Nee. Was sagt denn deine Mutter? 750 Euro. Was sollen wir jetzt da machen? Wer gibt mir 700? Nee. Da kommen wir nicht zusammen. Ne? Ja, der ist 500 machen. Nee, ich muss 700. Ist 700. Wenn das Herz Nein sagt. Kommt die Eichenbank dann wieder in den Kofferraum? Leute, war schön mit euch. Ja, war's. Ist okay für euch, oder? Ja, natürlich. Danke, alles dass du da warst. Also, gut. Ciao. Tschüss. Tja. Sollte nicht sein. Ja, Bobs Wedel ist eben Wedel, Wedel hier oder Wedel her. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Diese Bank hat einen neuen Platz bekommen in meinem Herzen. Ist kein Trotz. Ich guck mal, ob die nicht doch bei mir zu Hause auf dem Flur passt. Eigentlich ist das dunkle Braun doch ganz stimmig. Ich muss auch noch mal die Regierung zu Hause fragen. Ja? Könnte sein, dass die auch drauf abfährt. Schauen wir mal.